Ja, und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Loop Hero. Wir hatten jetzt in der letzten Episode die Bücherei gebaut. Und ich würde mal sagen, wir gehen auf eine weitere Expedition. Der komplizierte Aufbau bewirkt nichts, nimmt eine Menge Platz ein. Das Ding hier bringt uns näher zum Boss. Ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man nicht so viele Loops verschwenden möchte, bis man den Endboss erreicht. Also, ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, je mehr Loops man durchläuft, umso stärker werden auch die Gegner. Und umso schwieriger wird es auch, den Boss überhaupt zu erreichen. Also das Merklabyrinth würde ich tatsächlich dann auch nutzen, wenn ich wirklich möglichst schnell zum Boss möchte. Und wir haben Buchothek. Ein Archiv uralter Folianten. Hier kannst du Wissen erlangen im Austausch gegen anderes Wissen. Ersetzt drei deiner Karten durch zufällige, wenn du vorbeikommst. Stürzt ein, nachdem sie 20 Karten ersetzt hat. Ich werde das einfach mal mit reinnehmen. Mal gucken. Einfach mal so aus Neugier. Den Rest würde ich so lassen, weil ich bin immer noch dabei, diese Kugeln zu farmen. Von daher würde ich auch in diesem Akt bleiben und den Krieger weiterhin nutzen. So, und wir gucken dann mal, wie wir uns schlagen. So, das Arsenal natürlich auch. Kriegen wir hier schon zu Anfang wieder relativ viel Karten. Ein Schlachtfeld, das ist nie verkehrt. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Rüstung mit mehr Eigenschaften, die mir aber weniger Lebenspunkte bringt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und was auch noch blöd ist, dass ich noch kein Dorf und noch kein Vampirschloss gezogen habe. Ja, das sieht bis jetzt noch nicht so gut aus, muss ich gestehen hier. Wenn ich in den ersten drei Loops noch kein Dorf und Vampirschloss habe, dann ist die Hoffnung nicht mehr allzu groß, dass da überhaupt noch mal was kommt.
Ah, ja. Okay. So, gut. Wir haben ein Dorf und wir haben ein Vampirschloss. Setze ich jetzt einfach mal dahin. Die Ghule sind ja schon da. Das ist dann jetzt hier der sechste Gegner. Wir haben eine Kugel erhalten. Das ist sehr nice. Schatzkammer werden wir natürlich versuchen zu plündern. Klinge des Morgens, selige Unwissenheit. Das ist, ja, nehme ich gleich mal. Könnten wir theoretisch auch mal das olle Dorf da entfernen. So, hier haben wir noch mal ein bisschen mehr Schaden. Das ist immer gut. Noch mehr Lebenspunkte kann man auch gebrauchen. Noch eine Schatzkammer, ich glaub's ja wohl nicht. So, die erste haben wir gleich geplündert. Ein weiteres Dorf. Wäre schön, wenn jetzt auch nochmal ein weiteres Vampirschloss kommt. Was passiert eigentlich, wenn ich das daran setze? Das bleibt ein normales Dorf. Naja, mal schauen. Ja, wir haben eine weitere Kugel bekommen. So, dann werde ich hier mal schnell weitermachen. Das erste Ding ist geplündert. Das zweite Ding auch. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen?
Ist alles nicht so berauschend. So, und jetzt bin ich gespannt, wenn ich an dieser Buchothek vorbeikomme, müssten theoretisch von diesen Karten welche verschwinden und ersetzt werden. Genau. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt hier immer die ersten drei verschwinden oder ob das random ist. Nee, das sind tatsächlich die ersten drei, die da verschwinden. Ist jetzt nicht gerade so hilfreich. Nee, die Vergessenkarte hebe ich mir mal noch auf. Also an und für sich ist dieser Bau nicht unbedingt hilfreich. Gerade wenn man die so platziert hat, wie ich jetzt hier, dass man bei diesem Ding hier quasi schon an drei Stellen und bei dem hier an zwei Stellen die Karten austauschen kann. Also das muss ich nicht unbedingt nochmal mit auf eine Expedition nehmen. So, eine Runde machen wir noch. Ich möchte das immer schön ausreizen. Ich habe auch nochmal schön Regeneration drauf. Das werde ich vorsichtshalber mal ausrüsten. Kommen wir wieder zu unserer Lieblingsstelle. Und ich bin gespannt. Daumen drücken. Ja, sehr, sehr nice. Oh, hier haben wir nochmal ein Dorf und ein Vampirschloss. Ist eine super Sache. Dann könnte ich das theoretisch doch noch ein bisschen länger fortführen hier. Starker Nachgeschmack. Schatzjäger. Okay.
So, gut, das hat sich jetzt hier erledigt, aber wir haben noch das andere Dorf zum Glück bauen können mit Vampirschloss. Das heißt, für 3 Loops könnte ich hier theoretisch nochmal Kugeln farmen. So. Regeneration und Vampirismus. Sehr nice. Noch ein Vampirschloss. Damit könnten wir ja dieses Dorf auch noch... Ja... Gegenschaden 25, das ist natürlich auch eine Hausnummer. So, wir werden hier mal ein bisschen... Ach ja, ich habe wieder eine Karte bekommen, das ist auch nice. Wo setze ich die jetzt noch hin hier? Das ist alles... Machen wir da. Ich werde mal hier noch ein bisschen Wald für das Angriffstempo platzieren. Sehr, sehr nice. Ich glaube, ich habe bis jetzt jedes Mal eine Kugel bekommen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Oh, Schatzkammern. Ich muss aufpassen, dass ich den Boss jetzt hier nicht beschwöre. Ich habe das nämlich gerade jetzt durch Zufall hier entdeckt. Weil da habe ich ja nun gar keine Lust drauf.
So, gut. Ich habe jetzt 5 Kugeln mitgenommen. Noch einen weiteren Loop zu machen, halte ich für ein bisschen riskant, ehrlich gesagt. Zumal der Boss auch kurz vorm Auftauchen ist. Allerdings hätte ich hier nochmal 2 Chancen für weitere Kugeln. Ah, ich riskiere das. Ich riskiere das jetzt hier einfach mal. Die muss ich jetzt mal ausrüsten. Oh, hier haben wir plus 20% Angriffstempo. Dann nehme ich lieber die. Ich meine, das Gute ist ja, ich muss gegen den Boss nicht kämpfen, wenn ich den jetzt, wenn ich die Leiste jetzt voll habe. Ich kann vorher noch zurückkehren. Eieiei. Jetzt geht's los hier. Angriffstempo und Regeneration. Hier haben wir nochmal eine schöne Angriffstemposteigerung. Allerdings fällt dann auch ein bisschen Regeneration weg. Dafür habe ich hier nochmal, ja, dann rüsten wir das aus und dann rüsten wir noch das aus. Dann habe ich jetzt eine Angriffstemposteigerung von 80%. Ich hoffe, ich überlebe den Loop, damit ich mit vollen Taschen nach Hause kann. Hier hätte ich auch nochmal Angriffstemposteigerung von 14%. Gut, da fallen jetzt 0,5 Regenerationen weg. Aber was soll's. So, noch eins, dann haben wir den Schatztempel da auch noch geplündert. Räucherschinken haben wir bekommen. Ach Gott, nee. Jetzt haben wir hier noch ein Vampirschloss und noch ein Dorf. Und der Boss ist da. Gut. Ich bin gespannt. Dass da jetzt ein Banditenlager aufgetaucht ist, war so natürlich nicht geplant. Ich glaube, das mit der Klinge war jetzt gerade meine Rettung. Plus 90% Angriffstemposteigerung. Das Vampirschloss, das fällt jetzt weg, wenn ich hier vorbeikomme.
hoffe, dass ich jetzt hier eine Vergessenkarte bekomme, damit ich das Banditenlager oben entfernen kann. Leider nein, ein Gegner ist noch, aber... Wenn ich jetzt das Feld betrete, ist das Vampirschloss weg. Ich setze das jetzt einfach mal... Ich setze das mal dahin. Vielleicht kriege ich ja... Vielleicht habe ich ja Glück und kriege ein Dorf. Meine Welt erleidet Todesqualen. Die Flammen der Leere brennen den Kosmos aus. Und uns bleiben nur Hände voller Asche übrig. Noch ein Vampir, den sein Durst in den Wahnsinn treibt? Wahnsinn. Das ist es offenbar. Selbst unsere Erinnerungen wurden gestohlen. Was glaubst du, warum uns erlaubt wurde, unseren Verstand zu behalten? Doch selbst der Durst verblasst vor dem, was ich entdeckt habe. Bücher voller Wissen haben mir alles gezeigt, was wir verloren haben. Die armselige Hütte, die wir als unsere Welt bezeichnen, ist nicht einmal ein Schatten dessen, was sie war. Es gibt noch Bücher, die Wissen über die Welt enthalten? Bitte sag mir, wo ich sie finden kann. Erinnerungen sind gerade sehr wichtig, so wie jedes bisschen an Informationen. Sehr wichtig, stimmt. Wissen kann dir helfen, einen Weg durch die Gesetze des Universums zu finden. Das nennen wir Magie. Ich sehe deinen Platz in diesem Chaos ganz deutlich. Weißt du, warum jeder in deiner Umgebung sich so anstrengt, dich zu töten? Das ist die natürliche Ordnung der Dinge, schätze ich. Hunger, Angst und Verzweiflung. Genug Gründe für blinde Wut. Alles um dich herum sagt uns, dass du sterben musst. Die Existenz selbst sagt es uns. Sie schreit vor Furcht auf, immer wenn du einen neuen Schritt oder einen neuen Atemzug machst. Ich werde dich nicht länger existieren lassen. Bei allem Respekt, ich brauche niemandes Erlaubnis, um zu existieren. Was haben wir hier eigentlich? Vampirmagierin. Wird nach dem Tod zu einem Folianten. Okay. So, da haben wir den Foliant. Was soll dieser ganze Unsinn über die Welt und meinen Tod? Wir haben schon genug Probleme, wir brauchen uns keine neuen auszudenken. Magische Methoden, etwas über die Vergangenheit und die Zukunft zu erfahren, führen oft in die Irre. Kein Wunder, dass so viele Magier verrückt werden. Vor allem jetzt, da man mit so wenig Mühe verrückt werden kann. So. Haben wir hier nochmal ein Dorf platziert? Angriffstempo 84%. Ich glaube, wir sind uns bereits begegnet. Beim letzten Mal standen die Bücher noch in ihren Regalen. Was ist denn jetzt los? Okay. Faszinierend, dass wir jetzt hier auch neue Dialoge haben. Das hat nicht mal entfernte Ähnlichkeit mit Schrift. Hast du auch Texte in menschlichen Sprachen oder wenigstens proto-vampirischen? Sind zumindest ein paar Bilder. Schon klar, ich verstehe. Vergessen wir diesen Fehler und schlagen wir einfach eine neue Seite auf. Ja, sehr witzig. Okay, das kann ich verstehen hier. Scheint, als müsste ich jetzt ständig auf Tricks gefasst sein. Wer weiß, nächstes Mal könnte ich von meinem eigenen Schwert angegriffen werden. Beschreie es nicht. So. ...87% Angriffssteigerung.
Ich hoffe, dass ich es noch bis zum... Bis wohin muss ich denn? Hier. Bis dahin muss ich das hier überleben. Also ich habe jetzt hier noch... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfe vor mir. Ich habe nur noch 194 Lebenspunkte. Also das wird... das war klar. Okay, so. Ich würde gerne alles nehmen hier. Gut. Dann war das jetzt nicht direkt ein Fehlschlag. Hier haben wir noch ein Lagerhaus. Das habe ich auch noch nicht gebaut. Zelt des Alchemisten. Dafür brauche ich irgendeine seltsame Kugel hier. Und ich benötige noch 8 weitere von diesen Kugeln, um den Fluss bauen zu können. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich nochmal wieder auf eine Expedition. Ich würde die Karten so lassen, wie sie sind. Ich brauche die Rohstoffe. Ein Dorf. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn jetzt noch ein Vampirschloss kommt, dann... Ha! Sehr schön. Noch ein Vampirschloss. Das können wir tatsächlich gebrauchen, falls wir noch ein Dorf ziehen. Gegenschaden. Ja, komm. Sehr nice. Die erste Kugel haben wir erhalten. Halt, halt und... Oh, da war ein Dorf. Mann... Noch ein Vampirschloss. Thank you.
So, jetzt heißt es wieder Daumen drücken. Jawohl. So, Rüstungsschmied, Verteidigung wird nach jeder Schleife um 1 erhöht. Nee, wir nehmen mal das hier. Da bekommen wir nämlich schön Erfahrungspunkte. Jedes Mal, wenn wir jetzt was bauen. Da haben wir ein wenig Regeneration. Die nehmen wir. So, dann öffnen wir mal die Schatzkammer. Würde ich tatsächlich erstmal so lassen. So, und dann gucken wir mal. Was haben wir jetzt hier für Karten? Drei Berge. Da haben wir eine Vergessenkarte. Die nehme ich mal für dieses olle komische Dorf da. Eine Laterne. So, gut. Das hat sich jetzt hier erledigt. Ich will mein Glück auch nicht überstrapazieren. Ich werde jetzt mit zwei neuen Kugeln ins Lager zurückkehren. Und ich würde jetzt an dieser Stelle... Für das Lagerhaus bräuchte ich noch eine Kugel. Das wäre dann die Zielsetzung für die nächste Folge, dass ich da nochmal Kugeln farme, damit ich ein Lagerhaus bauen kann. Und ja, dann würde ich an dieser Stelle die Episode jetzt auch erstmal wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis dann. Ciao.